Es geht immer weiter, Olli. Es geht immer weiter, mach dir keine Sorgen. Ich mach mir keine Sorgen. Es geht ja eh immer weiter. An jedem Punkt, an dem wir sagen, geht's weiter. Es geht immer weiter. Hm. Ah, ihr seid auch da. Ja, stimmt. Grüß euch, alles Gute. Wir sind zurückgekommen, Christian, an unseren Kraftort Number One. Jo. Wir waren schon einmal hier oben. Kannst du dich noch erinnern? Na sicher. Das war gut. Weißt du noch, wie wir der Frau damals geholfen haben, bevor es losging? Ja, weil es so rutschig war, gell? Weil da war es so rutschig und die ist irgendwie mit dem Auto nicht weggekommen. Rutschig war das, ja. Ja, dabei, wann war das? Im Herbst? Ich würde sagen Oktober, sowas. Vor ungefähr einem Jahr. Könnte man nachschauen, wenn man das Podcast-Archiv öffnet. Es ist ein Hedda Nova-Podcast gewesen. Ja. Der Bio-Podcast. Der erste Bio-Podcast der Welt. Und jetzt sind wir wieder da. Es ist unser Kraftort. Heute ist auch ein besonderer Tag. Ja, ist eine schöne Aussicht da. Und ja, besonderer Tag, selbstverständlich. Olli, willst du sagen, was heute für ein Tag ist? Ja, heute ist mein letzter Tag. Also wir waren heute wahrscheinlich das letzte Mal gemeinsam einkaufen. In unserem Leben. Ja. In dem Geschäft. Genau. Zu der Jahreszeit. Auf jeden Fall. Ja. Wir sind wahrscheinlich das letzte Mal da diese Straße heraufgefahren, wo untypisch kleine Häuser eigentlich stehen. Da stehen ganz kleine Häuser, das stimmt, ja. Ja. Und jetzt sitzen wir wahrscheinlich auch zum letzten Mal da, an unserem Kraftplatz, zu zweit, miteinander. Und das Hörpublikum ist irgendwie dabei mit uns. Wir teilen das. Das ist was ganz Besonderes. Sofort nach Beendigung dieser Aufnahme wird das hochgeladen. Genau. Ungeschnitten. Aktuell. Es ist halt auch mal so ein bisschen ein kleines Zuckerl aus unserem Privatleben mal wieder für unsere treuesten Fans, weil die anderen werden sie sich nicht anhorchen. Das ist eher was für die Treuen. Ja, der Olli, ich kann es ja schon mal wirklich auch genauer sagen, der Olli verlässt sogar das Bundesland. Fluchtartig. Nach dem Ausstand. Ja, das wird sehr nett. Es gibt schon sehr, sehr viele Absagen. Auch wenig Zusagen dafür. So gleicht sich das wieder aus. Nicht? Somit reichen wahrscheinlich die 3 Dosen Helles oder Kühles Blondes für die und für die 2 anderen Gäste. Mhm. Ja, freue mich schon, wenn wir da miteinander noch einmal, ein letztes Mal vielleicht sogar anstoßen können. Ich glaube mittlerweile sogar, dass ich jetzt gerade glaube, dass ich da bleibe zum Fest. Während wir das Fest machen, dass du dann herum auf dem Kraftplatz bleibst. Ja, nein, ich meine, dass ich zu deinem Fest sogar komme. Ja, mein, das darf ich. Also ich habe es nicht vorgehabt. Nein, ich habe es vorgehabt. Habe mich dann im Laufe des Tages umentschieden. Okay. Oh. Und jetzt dauert es eh noch mal 1,5 Stunden. Das sitzt ja auch noch durch. Du hast gutes Sitzfleisch. Mhm. Na, Christian, wir haben ja nach diesem Geplänkel und es lädt da wirklich da ein. Ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen da, wir thronen quasi über den Dächern Wiens auf einem kleinen Hügel, Berg, wenn man das so nennen kann in Wien. Ja, um genau zu sein, es ist der Schafberg. Mhm. Ja. Und schauen da hinab in die Stadt und genießen das. Es ist wirklich zum Seele baumeln lassen. Mhm. Aber wir haben gesagt, wir reden jetzt einfach nicht nur so daher, sondern wir machen ein kleines Konzept, haben wir schon im Hinterkopf. Wir reden für euch ganz mit kurz uns. Mit uns. über Serien. Jeder hat 1-2 Serien mitgebracht. Und du hast eine Serie, die habe ich erst, da hab ich erst eine Folge gesehen. Und das ist zu wenig. Da freue ich mich jetzt schon, wenn du mir da den Braten etwas schmackhaft machst. Um was für eine Serie handelt es sich denn da? Es geht um meine absolute Lieblingsserie. Es geht um die Sopranos. Sopranos. Das ist eine Serie, die vor 14 Jahren circa beendet wurde mittlerweile. Also schon eine ältere Serie, aber eine bahnbrechende Show. Hat das Fernsehen revolutioniert, ist von HBO produziert worden. Und habe ich auf Blu-ray jetzt und habe es vor kurzem zum dritten Mal jetzt durchgeschaut. Und ich kann dir sagen, es ist sogar beim dritten Mal noch gut.
Es geht um eine Mafia-Familie. Wie viele Staffeln gibt es denn da? 6, wobei die 6. Staffel in 2 Teile geteilt ist. 6 und 7. 6.1 und 6.2. Mhm. Ja, es geht um eine Mafia-Familie in New Jersey. Und der Protagonist ist der Tony Soprano. Und wann spielt das? Welche? Jetzt. In der Jetztzeit. Aha. Gegenwart nennt man das, glaube ich. Also in der Gegenwart, ja. Mhm. Also damals in der Gegenwart, jetzt in der Vergangenheit. Selbstverständlich. Ja. Genau. Tony Soprano ist ein aufstrebender, also der Sohn eines Mafia-Bosses, der dann zum Boss einer Familie in New Jersey wird. Und man kriegt nicht nur die so klassisch wie bei Der Pate oder bei Goodfellas, das mit das nicht so hochstilisiertes Mafia-Leben, sondern man hat das Gefühl, dass man da teilnimmt an den persönlichen Problemen, die wir haben. Wer spielt denn Tony Soprano? James Gandolfini, der ist aber verstorben vor ein paar Jahren. Ah ja, genau, habe ich natürlich mitbekommen. Mhm. Kann ich nur jedem ans Herz legen, ist witzig, du hast Witz, Gewalt, Sex, Wortwitzer. Ja. Und wie, ja, wer das Mafia-Milieu schätzt, wird da fündig werden, sage ich mal so. Letzte Frage von meiner Seite her. Würdest du sagen, oder glaubst du, dass die Rolle des Tony Soprano auch der Tony Danza gut spielen hätte können? Mhm. Das schaut für mich auch ein bisschen so Mafiosi-mäßig aus. Er hat sicher eine italienische Abstammung, oder? Oder Latino? Mhm. Weiß ich jetzt nicht. Der Tony ist halt Soprano, ist ein anderer, ist ein beleibterer Mann. Mhm. Und warum hast du es Sopranos? Das erinnert mich eher an Opernsängerinnen. Warum hast du Jumper als Nachname? Ja, aber das erinnert mich trotzdem eher an... Es ist ein italienischer Nachname. Fertig. Keine Ahnung, warum sie sich Italien. Dafür... Aber es geht um die... Das sind ja alles Italo-Amerikaner. Ja, ist eh klar. Ja, das ist ja meine Aufgabe als Podcast. Immer das blöde Fragen stellen, damit du gut ausschaust. Willst du jetzt sagen, ich werde dir keine Fragen stellen. Anderthalb Jahre schon so. Und wie ist das, kannst du nur ganz kurz uns erklären, wie ist das mit der Mafia überhaupt? Also der Ursprung der Mafia ist in Italien, oder? Ja. Und das ist natürlich rübergeschwappt nach Amerika. Aber das sind auch alles Leute italienischer Abstammung. Oder gibt es andere? Also, es gibt andere auch. Aber hast du es dann Mafia, wenn es aus Irland ist zum Beispiel? Hast du es dann Mafia? Das kann ich da jetzt so nicht sagen, aber ich habe es sehr interessant gefunden, dass es Cosa Nostra sagt ja was, oder? Sizilianische Mafia, Cosa Nostra, unsere Sache. Es gibt aber auch so einen jüdischen Ableger, der dann auch für Casinos in Las Vegas gehabt hat oder sich darum gekümmert hat. Die haben nicht Cosa Nostra, sondern Cosa Nostra geheißen. Das ist sehr oder witzig. Oder heißen, ist wirklich witzig, oder? Ja, so. Ich habe jetzt nicht so intensiv vorbereitet, um da wirklich ins Detail gehen zu können, was Mafia angeht. Ja. Jetzt. Das kann ich jetzt gar nicht so beantworten. War nur so eine spontane Frage. Mhm. Man muss dazu sagen, wir haben ja heute kein Konzept vorbereitet, wir reden einfach so daher. Gell? On the fly, wie wir Podcaster sagen. Vorher hast du gerade gesagt, wir haben doch ein Konzept. Habe ich nicht gesagt. Nee, ich habe gesagt, wir haben uns was überlegt, worüber wir reden, aber nicht, was wir sagen. Wir sind ja an sich sehr gut vorbereitet, immer mit einem Handout und solche Sachen. Also Konzept war das falsche. Konzeptpapier wollte ich sagen, Handout. Konzeptpapier ist eine super Sache. Mm, ganz was Feines. Wenn du einmal draufschauen würdest, wäre das schick, wäre es noch toller. Ah ja, jetzt sind wir bei den Vorwürfen angekommen. Entschuldigung. Jetzt sind wir schon so weit. Nein. Die Aussicht ist so schön, alle. Ich würde sagen, Sopranos ist eine Serienempfehlung von mir. Ich werde jetzt bald zum vierten Mal starten. Vielleicht mit mir gemeinsam. Und mit unserem Hörpublikum zusammen. Genau. Mhm. Olli, was hast du für eine Serie mitgebracht? Ja, ich habe eine Serie mitgebracht, die heißt Frasier. Ist eine Sitcom. Was ist eine Sitcom, Olli? Sitcom ist... Ich stelle nämlich auch mal so Fragen, dass du siehst, wie das ist. Genau, nein, ist echt gut. Lass mich nur gut ausschauen, das ist praktisch. Ja, jeder weiß, was eine Sitcom ist. Eine humoristische, kurze Episode oder eine Folge, die dann letztendlich etwas ganz Großes ergibt.
Nein, das war jetzt falsch angefangen. Ein Sitcom ist eine kleine spaßige Serie. Und dauert meistens um die 20 Minuten, leicht verdaubar. So wie auch diese Serie. Ist ein Spin-off der Serie Cheers, aber ist für mich persönlich so eine Serie, die sich einfach unglaublich schön anfühlt, warme Gefühle auslöst, angenehme Gefühle auslöst. Man wächst da total in die Charaktere rein. Es geht um den Fraser Crane. Das ist ein Psychologe oder ein Psychotherapeut und um seine Familie, die in Seattle beheimatet sind. Sowas von unprofessionell. Ja, das ist wahrscheinlich, weil das Fest jetzt bald beginnt. Das sind die letzten Absagen. Die Straßenbahn ist verspätet. Und die Serie lebt also davon, von diesen, wie oft bei Sitcoms, von dieser Situationskomik, die in der Familie passiert. Der Vater zieht zu ihm. Der Vater ist also ein ganz alter, eingnader Typ und bodenständig. Und der Fraser ist sehr abgehobener, eben, der gern sich in guten Kreisen bewegt. Nur das Beste, die besten Lokale besucht, nur die besten Anzüge Humor trägt. Humor schon vorprogrammiert. Ganz genau, ja. Und bei dieser Konstellation. Und dann gibt es auch noch seinen Bruder, im Fraser sein Bruder, der auch den gleichen Beruf ausübt. Und das ist auch immer sehr, sehr witzig, wenn die beiden Psychotherapeuten dann eigentlich alles, was sie gelernt haben sollten und auch vielleicht praktizieren sollten, können sollten, dann natürlich in der Realität überhaupt nicht umsetzen können, sondern es genau das Gegenteil davon ist. Also sie sind, ja, sie geraten natürlich ständig aneinander, es gibt nur Konkurrenzkampf und wer zum Beispiel der Korkmeister im Weinverein wird oder so. Sehr, sehr lustige Sache und zusätzlich nett seifenoperntechnisch, wie sie halt die Charaktere dann irgendwie dann immer mehr aneinander zueinander finden und wie halt dann auch zum Beispiel das Hausmädchen dann zur Partnerin zum Beispiel vom Fraser, sein Bruder, vom Niles wird, der jahrelang, ja staffellang begehrt. Natürlich ein ganz toller Moment, wenn es dann so endlich soweit ist. Zuerst glaubt man, sie lehnt am ab. Gut, ich glaube, wir haben ungefähr ein Bild. Ja. Also würdest du empfehlen? Ja, bitte, schaut euch das an. Passt. Hast du noch eine zweite Serie auch mitgebracht? Ich habe noch zwei mit. Und die zweite Serie, die ich vorstellen möchte, ist eine norwegische Serie und heißt Norseman. Vielleicht haben ein paar Leute das schon gesehen, auf Netflix gibt es das. Das ist eine sehr witzige Wikinger-Serie, die auch nur in sehr kurzen, ich glaube so Halbstunden-Episoden sind das immer gedreht ist und die wirklich, also genau meinen Humor eigentlich trifft und sehr unterhaltsam ist. Und ich glaube, es trifft es meinen auch, wir haben einen sehr unterschiedlichen Humor. Naja, ich glaube, dass die treffen könnte. Mir ist es vielleicht wieder auf Englisch, was ich übrigens bei den Sopranos auch euch ans Herz lege. Bei Fraser lege ich das nicht ans Herz. Es ist voll klasse, wenn mitten unter der Serie nach der vierten Staffel zum Beispiel der Vater eine andere Stimme hat. Ja, braucht man sich ja bei Folgen. Wer das gerne erleben will, ja. Dass mitten unter der Serie die Synchronstimme sich verändert. Bei Norseman, zu Norseman zurückzukommen, ist eine ganz witzige Geschichte. Ist ja ganz geringes Budget gewesen in der ersten Staffel und die haben sie dann so eigentlich eine zweite Staffel erschummelt. Naja, die haben dann aufgerufen dazu, dass es in Amerika gestreamt wird, haben es online aufgerufen. Und dann haben es dort ganz viele Fans gestreamt und sonst hätte es nie eine zweite Staffel gegeben.
wenn die das nicht, also wenn die haben das quasi ja, dazu aufgerufen, habe ich mal gehört. Haben sie dazu aufgerufen, oder? Ja, sie haben aufgerufen. Das ist die dritte Staffel auch schon heraus und die ist wirklich, wirklich großartig. Das taugt mir. Der Peter war das. Absage. Fein. Na, er kommt. Danke. Das habe ich vor ein, zwei Wochen vorgeschlagen bekommen. Von mir, glaube ich. Von Netflix. Mhm. Vom Algorithmus. Fälschlicherweise habe ich in der letzten Folge Algorithmus gesagt. Das war mir dann hinterher ein bisschen peinlich sogar. Dann schon jetzt raus. Nein, es ist ja schon, online. Achso, weil die letzte Folge haben wir gestern aufgenommen. Ich habe mir gedacht, die meinst du. Nein, die Musterfolge. Mhm. Und Hat der Coach schon mal irgendwas Wörter, die alle falsch ausspricht? So eine neue Rubrik? Da hat es mal was gegeben. Da hat es mal was gegeben, oder? Ich glaube, in seinen Abschiedsworten. Stimmt. Na, der Coach. Schade um ihn irgendwie. Ja. Ja, aber schau mal rein, wenn du Zeit hast. Und ihr da draußen auch alle. Ja. Guter Wikinger-Spaß. Ja, unbedingt. Also ich habe mir das gedacht, das passt sicher. Ich bin momentan sowieso so auf Wikinger. Schau jetzt gerade, das nehme ich jetzt einfach spontan her. Vikings schon fertig? Vikings habe ich fast fertig. Es geht nicht mehr, gell? Die letzte Staffel, ich kann da eine halbe Folge schauen, dann freut es mich überhaupt nicht mehr weiter. Also das hat es vorher noch nie gegeben, die sind jetzt so schlecht geworden. Ja, hat mich schon sehr verloren. Es ist einfach nicht mehr passend, finde ich, da wie es in Island um Dunkelgurken und so. Ja, Island ist ja schon vorbei, oder? Also das, was ich gesehen habe bei der letzten Staffel, war ja schon lange nichts mehr von Island. Ja, aber das habe ich schon abgetan. Ja, seit Ragnar weg ist, ist es vorbei. Weil seine Söhne, ich meine, warum sind sie nicht beim Ragnar draufgeblieben einfach? Naja, ey. Weil es halt historisch ist. Ne? Was ist historisch? Na, dann hat es gegeben, den Ragnar. Ja, und? Ja, der ist halt dann gestorben. Nach zwei Staffeln. Nee, glaub, im echten Leben auch. Ja, ey. Ja, gut, das war nämlich ein Staffelläufer, der Ragnar Lothbrok. Wir haben noch ein paar Staffeln, das ist, bin ich sehr froh. Bevor wir sterben. Ja. Mhm. Schau, jetzt kommt die Sonne auch noch raus. Ja, aber bei dir wird es super, weil du in der nächsten Staffel wechselst du ja, ne? Hast du so ein Spin-off dann im Südburgenland? Genau, cool, ne? Ja. Du wechselst aus meiner Serie weg, ja. Jetzt hat mein Handy schon lange nicht mehr geleitet, ne? Mal. Ja, hast du eine Serie oder schicken wir es weg? Pfiat euch, alles Gute. Alles Gute. Nein, ich wollte... Aber ist schon, okay, jetzt hätte ich fast aufgeregt. Ja, ich habe mir gedacht, das ist 3-on-3. Ja, dann rede ich kurz über Last Kingdom. Das schaue ich jetzt gerade. Das ist nämlich interessant. Teilweise, es geht auch um Wikinger, aber eigentlich geht es in dem Fall nicht wie bei Vikings eben um die Dänen, sondern... Es geht um Norweger. Nein, bestimmt nicht. Es geht um Dänen. Sondern um... um die Briten. Und... Halt mal, Goschen. Wow, also heute, ja, entschuldigt ihr mir bitte da vor laufender Kamera. Entschuldigt mich jetzt bei dir und bei all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für meinen Kraftausdruck. Aber jetzt mache ich wirklich mal die Futterluke zu, weil ich habe schon recht. Und in dem Fall geht es um Briten und um die britische Seite. Und das ist recht interessant, wenn man Vikings gesehen hat. Es geht um einen Typen, der als Kind von den Wikingern entführt wird und als eigener Ziehsohn aufgezogen wird, anerkannt und aufgezogen wird. Also er wächst wikingerisch auf, auch mit den Göttern und so. Ist aber eigentlich aus einer Linie abstammend, der Land und Titel irgendwie in England gehören würden. Ursprünglich. Und das würde sie dann wieder zurückholen und kämpft eigentlich immer auf der englischen Seite oder auf der britischen Seite gegen, zum großen Teil gegen seine eigenen Leid. Aber dann tut er sie ja wieder mit den eigenen Zaum. Und ja, das Konzept ist ganz witzig, ist auch eigentlich sogar auf einer wahren Begebenheit, spielt ein paar Generationen nach Vikings. Aber man hört da vom Ragnar zum Beispiel, und es ist ja zum Beispiel, es kommt auch einer vor, der heißt auch Ragnar, das ist sein. Weißt du, die hast ja alle in der Linie dann gleich, irgendeine Nachfahre von dem und so. Und ich habe Zeit gebraucht, bis ich eine gefunden habe. Aber ja, man kann es auf jeden Fall anschauen.
The Last Kingdom. Kingdom, 3 Staffeln gibt's. Ist das die letzte oder kommt noch was? Du hast ja gesagt, du hast 3 tolle Serien. Ich habe noch mitgebracht in meiner Serientasche. Ja. Ja, habe ich Dexter. Mhm. Ah, eine Serie, die schon vor langer Zeit zu Ende gegangen ist. Die mir aber trotzdem sehr gefesselt hat. Es hat, ich glaube, 8 Staffeln. Sind nicht alle gut. Aber trotzdem schafft es der Charakter Dexter an irgendwie in den Bann zu ziehen. So, dass man auch mitfiebert mit einem Serienkiller. Dexter ist nämlich ein Serienkiller, der aber gleichzeitig Forensiker ist bei der Polizei von Miami. Und hat sie als Kodex hat er sie irgendwie so gesetzt, dass er nur böse Menschen umbringt. Das heißt, er ist oft irgendwie, die Polizei ist an irgendjemanden dran, und den wir aber eher vorher quasi, um seiner Leidenschaft nachzugehen, eben, also die Leidenschaft ist das Morden, ja, bringt er den dann um. Ja. Yeah. Oder die. Die erste Staffel ist nur, ich glaube, ein Toter pro Folge, und das haben sie dann aber, den Bogen haben sie dann größer gespannt und haben dann quasi auch einen Typen dann pro Staffel, beziehungsweise mit ein paar Morde, die dann vielleicht nur passieren oder so. Aber auch einen großen Gegenspieler, ja. Mhm. Und hat mir damals sehr, sehr gefallen. Auch die Titelmusik gefällt mir gut. Dexter kann ich ja jedem ans Herz legen da draußen. Ist die Titelmusik von Dexter? Ja. Ja, von der Linzer Band? Ja. Cool. Ja, interessant. Kastellton war ich nicht. Genau. Weißt du, wer Dexter auch geschaut hat? Du? Nein, ich leider nicht, aber ich habe es eigentlich auf meiner Serienliste. In meiner Serientasche ist es auch drin, aber ich habe es noch nicht ausgepackt. Ja, man kann ja ein paar Sachen mal verpackt drinnen lassen, naja, der ist später zugreifen. Auf jeden Fall. Nein, der Stefan Kraft und der Michael Heiböck. Mhm. Das sind Wikinger. Österreichische Skisprung-Wikinger. Und woher weißt du das, dass die das geschaut haben? Das hat der Stefan Kraft oder der Michael Heiböck mal in einem Interview gesagt. Ja, macht ja nichts, wenn es mal Wind hat und meine Kinder nicht rausfahren zu schanzen, dann hauen wir uns vor Netflix und schauen uns Text an. Gibt's ja gar nicht. Ja, damals vielleicht schon. Habe ich mir gegoschen. Damals hat es noch gar kein Netflix gegeben. Was heißt damals? Du weißt ja gar nicht, wann damals war. Vor 2 Jahren oder so. Oder hat er halt Netflix gesagt und hat vielleicht Amazon Prime gemacht. Ja. Weil Netflix ist ja sowas, sagen wir uns ehrlich, wie Uhu. Oder wie Dixie. Oder? Kann man eigentlich schon als Streaming-Portal, wenn du sagst, ich streame was, und du Netflixen. Das ist für Mitte 60, ja. Das passt ja ganz gut für uns. Ja, Leute, hat der Olli noch eine Folge mit? Oder Serie, meine ich? Warte, ich muss kurz in meine Serientasche schauen. Ah, da ist er her. Eine war noch drinnen. Es ist Californication. Wow. Mhm. Dazu möchte ich dir gratulieren. Danke. Das ist nämlich eine wunderbare Serie, die ich sehr, sehr gern geschaut habe. David Duchovny. Mhm. Guter Mann. Super Mann. Kennt man vielleicht von Akte X. Ist aber in Californication viel cooler, finde ich. Viel besser. Für mich. Traurig eigentlich, dass Akte X wieder belebt haben und nicht Californication. Ja, Californication war aber auch auserzählt. Das stimmt. Hank Moody. Wie viele Staffeln gibt es? 7, 8, gell? Ja, weiß jetzt nicht auswendig. Ja. Hank Moody, der Hauptprotagonist. Californication ist übrigens eine Mischung aus 2 verschiedenen Worten. Okay. Ja, aus California und Fornication, das heißt Unzucht treiben. Ah. Mhm. Und ja, es ist halt eine Satire auf... Die Red Hot Chili Peppers waren da nicht sehr begeistert drüber. Ja, und haben es dann auch verklagt. Schwach von ihnen, oder? Muss auch nicht sein. Finde ich persönlich. Satire auf das Leben in Hollywood. In erster Linie. In Hollywood. In Hollywood. Und... ja. Ja, und da geht's richtig ab, liebe Leute. Drogen, Partys, viele, viele Frauen und Männer,
Also von Monogamie, glaube ich, ist da keine Rede. Ja, dann super Freund. Sein Manager, oder? Sein Manager. Der Runkel. Genau. Und natürlich Geld verprassen ohne Ende. Kannst du dir an die Szene oder an die Folge erinnern, wo der Runkel seinen Job verliert? Ja. Yeah. Und an den Grund, warum? Sag mal. Nein, jetzt da jetzt an ihr nicht sagen. Ich drehe mal kurz ab. Mir fällt es jetzt auch wieder ein. Ja, das ich glaube, er hat Selbstbefriedigung betrieben, gell? Das, ja, eben. Ja, also das kann man, glaube ich, gar nicht so genau beschreiben. Das muss man einfach sich anschauen. Allein die erste Szene ist schon göttlich im wahrsten Sinn des Wortes. Mhm. Super Soundtracker. Das macht die Serie auch doppelt so gut nochmal, finde ich. Oder eineinhalb Mal so gut. Und ich finde einfach extrem, also sehr viel Coolness, oder? Absolut. Coolness, guter Schmäh. Ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Sinn, sie macht auch, sie macht dann auch ein bisschen scharf eigentlich, die Serie. Also, irgendwie ja. Scharf auf weitere tolle Serien in die Serientasche zu stecken. Ja. Der lacht jetzt ganz verlegen, da alle. Ja, Leute, das war's für heute. Wir genießen noch ungefähr 20 Minuten da die Aussicht. Und dann werde ich wieder fahren. Ich wünsche euch noch alles Gute. Alles Gute. Aber bevor wir sie auf Air begeben, letzte Frage. Die Bananenrubrik. Bananenrubrik. Was magst denn du lieber? Ein gutes Buch? Oder eine Serie? Oder Bananen? Drei geht zur Auswahl. Mhm. Wow. Bananen.